Ja, noch ein Gameboy-Video. Wir haben letztes Mal ja einen Gameboy-Cartridge repariert, respektive den Puffer-Akku für die Speicherstände ausgetauscht. Jetzt habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn wir jetzt einen wichtigen Speicherstand auf dem Spiel haben, den wir natürlich nicht verlieren wollen? Habe ich dir gesagt, dass du mir das Demo zeigen sollst? Wie gehen wir hier vor? Ja, im Prinzip eigentlich ganz simpel. Wir sehen hier, wir haben hier einen Spielstand, wir können Continue wählen. Den wollen wir nicht verlieren. Wir gehen im Prinzip vor wie bei der anderen Reparatur. Wir schrauben das Modul auf, das habe ich jetzt hier schon getan. Entfernen die Plastikschale. Wir sehen auch hier wieder einen hochqualitativ ausgetauschten Akku, der auch schon ziemlich seine Innereien im Modul verteilt hat. Ja, wie gehen wir vor? Wir müssen für eine Reparatur, wo wir keine Spielstände verlieren wollen, müssen wir uns vorstellen, wir müssen den Akku quasi ersetzen. Wie machen wir das? Im Prinzip ganz einfach. Wir nehmen uns ein Netzgerät. Dieses Netzgerät muss eine Spannung von 3 Volt ausgeben können. Und dieses Netzgerät löten wir dann im Prinzip über 2 kleine Käbelchen direkt an das Spielemodul an. Dafür wählen wir uns wieder passende Punkte. In dem Fall muss ich jetzt gerade mal gucken, wo das bei diesem Modul wäre. Genau, das wäre in diesem Fall einmal auf dieser Seite von diesem Widerstand. Dieser kleine Widerstand hier, der geht auf der Seite direkt zum Akku, beziehungsweise zur Batterie. Es ist ja kein Akku. Also werden wir hier einmal ein wenig Lötzinn applizieren. Gucken, dass wir das da irgendwie dran bekommen. Das sieht fest aus. Die andere Seite mit der Masseverbindung können wir beispielsweise... Warum eigentlich nicht? Machen wir die Masse doch mal ganz einfach, dreist wie wir sind, hier oben. Was er nicht möchte, er lässt mich nicht, schade. Es wäre so schön, das einfach auf den Schriftzug zu löten. Dann wählen wir doch mal ganz einfach hier von diesem nicht angeschlossenen Kondensator. Da das Pad. Entschuldigung, dass ich da jetzt mit dem Finger im Weg bin. Ich zeige es gleich nochmal von nahem. So. Gewählt habe ich jetzt folgende Punkte. Einmal hier ein nicht angeschlossener Kondensator C5. Und auf dieser Seite diesen kleinen Widerstand direkt neben dem Kondensator C4. Als nächstes, wie gesagt, unser Netzgerät ist eingeschaltet. Wir müssen zuerst die positive Seite anlöten. Ganz wichtig, erst Plus anlöten. Aus dem ganz simplen Grund, wenn wir Minus zuerst anlöten, haben wir dieses Modul mit unserem Potenzial des Netzgerätes vereint. Das heißt, das Massepotenzial des Spielemoduls liegt auf dem gleichen Massepotenzial wie das Netzgerät, was in dem Fall der Schutzleiter ist. Unsere Lötspitze ist ebenfalls auf dem gleichen Potenzial. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Lötspitze die Plusleitung berühren würde, würde ich die Spielstände sofort löschen. Aus einem ganz einfachen Grunde. Ich würde dann hier Schutzleiter haben, ich würde hier Schutzleiter haben und wenn ich jetzt da an Plus gehe, dann verbinde ich quasi Plus vor der Batterie mit Minus der Batterie und damit ist es quasi um den Spielstand geschehen. An dieser Stelle noch ein kleiner Einwurf. Man könnte natürlich anstatt des Netzteils auch einfach eine weitere Batterie parallel zu der vorhandenen Batterie auf das Board auflöten, am besten auch wieder mittels Kabel. Ich habe das jetzt hier nicht gemacht, weil ich persönlich bin kein Freund davon, Batterien parallel zu anderen Batterien unbekannten Zustands zu löten.
Vor allen Dingen, wenn ich eine möglichst lange Laufzeit der Batterie sicherstellen möchte. Was man natürlich auch machen kann, ist einfach ein Netzteil zu verwenden, welches keinerlei Verbindung zum Schutzleiter hat. Dann entfällt die gesamte Problematik natürlich und man kann einfach wild drauf losarbeiten, wie man halt gerade Lust hat. Wie gesagt, das nur als kleiner Einwurf am Rande, was mir halt beim Aufnehmen des Videos nicht direkt in den Kopf kam. Also, wie gesagt, zuallererst Pluspotenzial anlöten, dann Massepotenzial anlöten. Hinterher, wenn wir das Ganze wieder abmachen, zuerst die Masse entfernen, weil damit entfernen wir dann ja quasi Schutzleiter und Schutzleiter. Und dann ist das ganze Ding wieder potenzialfrei und wir können Plus entfernen. Ja, das war eigentlich die ganze Schwierigkeit an der Sache. Jetzt ist es wie vorher auch. Wir haben unser bestromtes Modul und jetzt löten wir die Batterie ab. Das war jetzt sehr einfach. Die eine Seite ist direkt abgebrochen, auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass jetzt das dadurch der Spielstand nicht gelöscht wurde, dass es vielleicht vorher schon kein guter Kontakt gab, wer weiß. Naja, mal gucken. Ich fürchte mich jetzt gerade ein bisschen davor, hier dieses Lötpad zu reinigen, weil da wird garantiert ausgelaufenes Lithium dran sein, was nicht schön ist. Oh, Glück gehabt. Doch, es knallt. Pitsch. Patsch. Und das war aber noch sehr human. Ja, gerade gab es noch eine kleine Flamme an meiner Lötspitze, auch nicht schlecht. Also ihr seht, mit diesen Lithium-Batterien ist echt nicht zu spaßen. Das ist ein Teufelszeug. Versucht es auf keinen Fall so zu reparieren, wie ich es damals gemacht habe. Das wird nichts, das funktioniert nicht. So, und zum Ablöten nehmen wir auch wieder zuerst Masse weg. Und dann Plus. Bauen das Modul wieder zusammen. Schräubchen rein. Ab in den Gameboy und Tada! Das war's. Wir haben unser Continue und können weitergehen. So einfach ist es im Endeffekt, seine Gameboy-Batterie zu wechseln, ohne den Spielstand zu verlieren. Wichtig dabei an der Stelle ist vor allen Dingen, dass ihr möglichst potenzialfreies Werkzeug verwendet. Hier bei diesem China-Lötkolben ist es so, dass keine Verbindung der Lötspitze zum Stromnetz gegeben ist. Das heißt, selbst wenn ich hiermit zuerst Plus berührt hätte, hätte ich die Batterie nicht kurz geschlossen, aus dem einfachen Grunde, wir haben keine galvanische Verbindung von der Lötspitze zu meinem Netzteil. Um das ansonsten zu umgehen, wenn ihr euch da nicht sicher seid, nehmt am besten einen Akkulötkolben oder macht es ganz einfach, während euer Lötkolben heiß ist, die Batterie in den Modulen ist ja nur ganz klein. Für diese Mini-Lötstellen geht hin, lasst den Lötkolben heiß werden. Und zieht den Stecker raus. Und dann geht ihr hin und nutzt die Zeit, während er heiß ist, um zu löten. Ja, das funktioniert wunderbar. Und so könnt ihr sicher gehen, dass ihr keine galvanische Verbindung habt.
Denn das ist das Allerwichtigste. Zwei Dinge müsst ihr beachten. Die Batterie muss durch das Netzteil gestützt werden und ihr dürft keine galvanische Verbindung zwischen eurem Lötkolben und dem Netzteil haben, um ihr nicht eventuell versehentlich das Modul kurz zu schließen. Ja, und das war eigentlich das ganze Geheimnis an der Sache. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode von TinkerTubes Lab. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abonnement sehr freuen. Teilt mir doch auch eure Meinungen in den Kommentaren mit und verbreitet dieses Video in den sozialen Medien. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, euer Isjölf hier.